die Regenpausen nutzen, um eben diese Veranstaltung hier zu starten. Es wird nicht allzu lange dauern. Ich denke, wir schaffen das bis zum nächsten Schutt. Ich begrüße euch im Namen der Bürgerinitiative Gegenwind Vogelsberg alle sehr herzlich hier in Kaulstoß. Besonders möchte ich Stefan Weil vom Kreisanzeiger begrüßen, die Mitstreiter der Bürgerinitiative Gegenwind Vogelsberg, die heute hier auch zu uns gekommen sind von auswärts, und die Beamten der Polizeistation Lauterbach, die unsere Veranstaltung aus versammlungsrechtlichen Gründen beiwohnen wird. Ja, wir wollen mit der heutigen Veranstaltung zwei Dinge tun. Zum einen wollen wir ein Protestwindrad der Bestimmung übergeben. Damit wollen wir zum Ausdruck bringen, dass wir den möglichen Bau eines Windparks über unserem schönen Nittertal kategorisch ablehnen. Wir werden alles dafür tun, dass die aktuellen Planungen zu Fall gebracht werden. Zum Zweiten wollen wir euch auf den neuesten Stand bringen. Eines möchte ich aber gleich von Anfang an betonen. Wir von der Bürgerinitiative Gegenwind Vogelsberg sind keine Gegner der Energiewende und auch keine Atomkraftbefürworter. Immer wieder werden wir mit dieser Frage konfrontiert: Ja, wollt ihr denn lieber ein Atomkraftwerk hier stehen haben? Diese Frage geht aber am Kern des Problems vorbei. Der Vogelsberg hat seinen Beitrag zur Energiewende nämlich bereits erfüllt. Mit über 200 Anlagen, die 2,3% der Fläche des Vogelsbergkreises in Anspruch nehmen, haben wir das von der hessischen Landesregierung formulierte Ziel schon längst erreicht. Dieses Ziel sieht vor, im Rahmen der Energiewende bis zu 2% der Landesfläche für Windenergiegewinnung bereitzustellen. Es gibt also überhaupt keinen Grund, hier im Vogelsberg weiterzumachen, wie bisher, und die schönsten noch verbliebenen unbelasteten Flecken ebenfalls mit Windparks zu verschandeln. Wir hier im Vogelsberg sind schon vor Jahrzehnten im Zuge der Schaffung des Naturparks dazu verpflichtet worden, auf Industrialisierung zu verzichten. Im Einklang mit dem Landschafts- und Naturerhalt für Erholungszwecke sollte insbesondere der Tourismus als wirtschaftliches Standbein ausgebaut werden. Und hierfür ist sehr viel Geld in die Hand genommen worden. Zusätzlich ist vor einigen Jahren das EU-Vogelschutzgebiet Vogelsberg geschaffen worden. Es hat eine Größe von 63.000 Hektar und hat das Ziel, insbesondere Schwarzstorch und Rotmilan großräumig zu schützen. Vor allem der Rotmilan hat bei uns im Vogelsberg einen weltweit bedeutsamen Ausbreitungsschwerpunkt. Deshalb haben wir für ihn eine ganz besondere Verantwortung, die auch wahrgenommen werden muss. Beide Arten, Rotmilan und Schwarzstorch, sind aber besonders windkraftsensibel und werden regelmäßig zu Schlagopfern durch die Rotoren. Stichwort demografischer Wandel. Man darf sich nicht wundern, wenn unsere jungen Leute wegziehen. Nahe Arbeitsplätze sind Mangelware in Vogelsberg. Und wenn der bislang intakte Lebensraum der Menschen, die sich bewusst für ein Leben und einen Verbleib im Vogelsberg hier entscheiden, durch Windparks zunichte gemacht wird, wenn die Immobilien bis zu 30% an Wert verlieren, dann nützt auch das ganze Wehklagen nichts, das letzte Woche in der Fernsehsendung Plus Minus von unserer Frau Bürgermeisterin verbreitet wurde. Man muss als politisch Verantwortlicher doch alles tun, um den Vogelsberg wenigstens als Wohnregion attraktiv zu halten. Und stellt euch nun einmal die Dimension der Planungen vor. Von der Nidder bis hoch zur Aldeburg haben wir einen Höhenunterschied von 200 Metern. Und diese Höhe rechnet ihr dann noch einmal drauf. Dann kommt ihr auf 400 Meter. Und genau in dieser Höhe, nämlich 400 Meter, auf die kurze Distanz von 1 bis 2 Kilometer, Abstand zu den Dörfern des Nittertals, werden sich die Rotorblätter der Windräder über unseren Köpfen drehen. Und dann stellt euch die Situation vor, dass die Sonne hinter den Windrädern steht. Vor lauter Flimmern und Schattenschlag wird uns allen ganz schlecht werden. Schlecht kann einem aber auch bei dem Gedanken werden, dass genau dies die Mehrheit der von uns gewählten Politiker so haben wollte.
Aber so weit sind wir zum Glück noch nicht. Denn es gibt durchaus die Chance, dass sich das Blatt noch wendet. Und deshalb sind wir heute hier auch zusammengekommen. Es gibt inzwischen sogar Anzeichen, dass auch unsere Schottener Kommunalpolitiker langsam zur Vernunft kommen. So konnten wir kürzlich im Kreisanzeiger eine fraktionsübergreifende Presseerklärung von bisher glühenden Windkraftbefürwortern aus dem Kreise der Stadtverordneten lesen, die man in dem Gremium durchaus als Meinungsmacher bezeichnen kann. Wir haben nicht schlecht gestaunt, wie sich die drei Kandidaten auf einmal dahingehend äußern, dass sie eigentlich gar keinen Windpark in Schotten haben möchten und dass die weitere Entwicklung letztlich davon abhängig gemacht werden soll, ob in der unmittelbaren angrenzenden Nachbarschaft Windräder gebaut werden dürfen. Dies ist eine Wende um 180 Grad und wir sind sehr erfreut über diese Meinungsänderung. Die besagte Nachbarschaft sind die Fürstenhäuser Hirzenheim und Ortenberg, die zusammen mit den Stadtwerken Bad Vilbel hier oben auf Gederer Grund in ihrem Eigentum, in ihren Wäldern, einen Windpark errichten wollen. Das Problem ist, Gedern gehört nicht zum Regierungsbezirk Gießen, sondern zu Darmstadt. Und dort ist man mit der Regionalplanung noch nicht so weit wie in Gießen. Doch dazu gleich mehr. Ihr seht jedenfalls, dass auch diese Ungewissheit für uns erhebliche Risiken birgt. Aber eins steht fest: Die vielen sehr guten Gründe, die gegen die Bebauung der Altenburg sprechen, gelten in gleicher Weise für den Rest des Höhenzugs. Und diese guten Gründe müssen auch die Fürstenhäuser und die Stadtwerke Bad Vilbel gegen sich gelten lassen. Seit unserer Veranstaltung vor der Altenburg im August vergangenen Jahres hat sich einiges getan. Und zwar nicht nur in den Köpfen unserer Kommunalpolitiker. Inzwischen hat es einen Teilregionalplan Energie für Mittelhessen gegeben. Die Planer haben sich dabei dankenswerterweise strikt an die Vorgaben der hessischen Landesregierung gehalten, die entsprechende Leitlinien herausgegeben hat. Dies war auch der Grund, dass die Altenburg als Vorranggebiet erstmal rausgeflogen ist. Denn der Bereich gehört als EU-Vogelschutzgebiet zu den sogenannten Natura 2000-Gebieten, die möglichst nicht bebaut werden sollen. Noch im Herbst letzten Jahres, also vor wenigen Monaten, hatte das Regierungspräsidium in Gießen eine völlig andere Haltung zur Altenburg. Um hier oben bauen zu können, hatte man sich beim RP einen Trick ausgedacht, nämlich sogenannte ornithologische Schwerpunkträume zu bilden, innerhalb des EU-Vogelschutzgebietes. Eine rechtlich sehr fragwürdige Konstruktion. Die Altenburg wurde seinerzeit trotz des Protests der Vogelschutzwarte nicht als ornithologischer Schwerpunktraum anerkannt. Eine Begründung hierfür gab es nicht. Der Schwerpunktraum endete hier unten an der Nidder. Der ganze Hang drüben gehörte nicht dazu. Die Altenburg wäre danach für die Bebauung mit Windrädern freigegeben worden und dies, wie gesagt, obwohl sie zum EU-Vogelschutzgebiet gehört. Dies alles ist erst wenige Monate her und zeigt uns, wie sensibel die Situation ist. Und wie wenig man in Fragen der Windenergie den Genehmigungsbehörden bislang Vertrauen schenken konnte. Leider gibt es im Entwurf des Teilregionalplans Energie eine Öffnungsklausel, wonach insbesondere in großen Natura 2000-Gebieten die Möglichkeit besteht, gleichwohl Windräder zu bauen. Voraussetzung ist, dass durch Gutachten der Nachweis erbracht wird, dass dies insbesondere für die windkraftsensiblen Arten Rotmilan und Schwarzstorch ungefährlich ist. Wie von Sinnen stürzten sich die Kommunalpolitiker und Bürgermeister der Vogelsberggemeinden auf diese Ausnahmeregelung. Wir müssen uns wirklich fragen, was treibt sie so sehr um? Vertreten sie an dieser Stelle wirklich die Interessen der Wählerinnen und Wähler, die sie ins Amt gebracht haben? Die Antwort ist klar, nein. Heerscharen von Gutachtern sind seitdem unterwegs, auch bei uns, um den Nachweis zu erbringen, dass die vorliegende Situation dem Bau von Windkraftanlagen nicht entgegensteht. Ist das nicht haarsträubend?
Und ein erstes Gutachten, das kürzlich für die Stadt Schotten erstellt wurde, zeigt leider auch, wohin die Reise gehen könnte. Zum Glück ist es uns gelungen, dieses Gutachten in seiner fachlichen Substanz zu erschüttern. Es wurde in dem Gutachten behauptet, dass auf Schottener Gemarkungsseite sich kein Rotmilanhorst befindet. Dabei sind uns allein zwei im unmittelbaren Umfeld der Alteburg bekannt. Wie schon gesagt, haben wir im Vogelsberg das 2%-Ziel unserer Landesregierung schon mehr als erreicht. Und zwar bevor der Regionalplan Energie überhaupt in Kraft tritt. Jetzt sollen die anderen Regionen erst einmal nachziehen. Auch dort bläst ausreichend Wind. Das ist zudem eine Kernforderung unserer Bürgerinitiative. Es gibt also keinerlei vernünftigen Grund, weitere Flächen im Vogelsberg zu fordern. Ein Nachziehen der anderen Regionen sieht dankenswerterweise auch der aktuelle Entwurf des Regionalplans Energie für Mittelhessen vor. Dieser ist Ende letzten Jahres in der Regionalversammlung beraten worden. Bis zum 4. April bestand die Möglichkeit, hierzu im Rahmen der Offenlegung Stellung zu nehmen. Dies haben wir von der Bürgerinitiative ausgiebig getan. Und ihr konntet das heute auch im Kreisanzeiger nachlesen. Und wir haben jede Menge sehr gute Gründe aufgeschrieben, die gegen den Bau weiterer Windräder in Vogelsberg sprechen. Auch die Ortsbeiräte von Burkhardt, Kaulstoß und Sichenhausen haben sich in diesem Sinne umfangreich und sehr fundiert zu dem Regionalplan geäußert. Ebenso unsere Vogelschutzgruppe und die Jagdgenossenschaft sowie zahlreiche Einzelpersonen hier aus den Dörfern. Die Namen beim Regierungspräsidenten in Gießen eingegangen. Diese werden nun ausgewertet und vermutlich wird es eine Überarbeitung des bisherigen Planentwurfs geben. Man darf gespannt sein, wie der neue Plan dann aussehen wird. Ihr seht also, wir sind noch lange nicht auf der sicheren Seite. Und deshalb dürfen wir auch nicht locker lassen und müssen weiterhin mit allen sich bietenden Möglichkeiten unseren Protest formulieren. Wir fragen uns hier in den Nittertalgemeinden, wann wird man in Gildern endlich wach? Dort brüstet man sich mit guten und stetig steigenden Übernachtungszahlen am Gilderer See. Dabei ist völlig klar, kommen hier oben die Windräder, verschwinden die Gäste am Gilderer See. Der Lärm der Rotoren, das gesamte sich bietende Ambiente wird sie vertreiben. Dies hat sich in Ulrichstein klar bewahrheitet. Auch wenn der dortige Bürgermeister anderes behauptet. Die Statistik beweist es. Ulrichstein liegt auf dem letzten Platz der Übernachtungszahlen in Vogelsberg. Könnte aber ohne die Windräder ganz weit vorne mitspielen. Ja, ich komme nun zum Schluss und möchte mich bei den vielen Helferinnen und Helfern und Unterstützern hier vor Ort herzlich bedanken. Die große Solidarität in der Kautschoser Bevölkerung, wenn es darum geht, unsere schöne Landschaft zu retten, verdient besonderes Lob. Ein besonderer Dank gilt auch Andreas Schäfer aus Burkhardt, der sein Grundstück für das Windrad zur Verfügung stellt. Wir werden es später dort platzieren, in Absprache letztlich auch mit dem Straßenbauamt in Grebenhain. Da gibt es bestimmte Auflagen, die wir zu beachten haben. Ja, und ein Dank gilt auch Heiko Reinemer, der den Wagen hierfür gestiftet hat. Und ebenfalls Dank sagen möchte ich Markus Appel, der die innerörtlichen Aktivitäten hier in Kaulstoß bestens und zuverlässig organisiert und koordiniert. Ja, und abschließend vielleicht noch ein Hinweis. Ihr könnt die Arbeit der Bürgerinitiative durch den Erwerb eines kleinen Aufklebers unterstützen. Den gibt es innen drin im Gebäude, ich glaube für 1 €, also kleiner Geldbetrag. Wer Hunger hat, kann dann auch ein Würstchen bekommen. Und wer Durst hat, kann auch was zu trinken bekommen. Und von Toni Ziesing habe ich gehört, sie hat noch eine Überraschung bereit. Passend zur Region gibt es also auch eine Kostprobe des Basaltropes. Toni, ist das richtig? Basaltrope, ja. Genau. Eberesche mit Wodka, weil das hier bei uns auf dem Basalt am besten wunderbar wächst. Fein. Ja, doch nun ist Schluss. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bravo!
Wolfgang Dorfinger, unser Stadtverordneter, Vorsteher, wird jetzt noch etwas zu uns sagen. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Mitstreiter der Bürgerinitiative, ich will gleich mal bei einem der letzten Sätze anknüpfen. Ulrich Stein liegt nicht nur auf dem letzten Platz in der Statistik der Übernachtungszahlen. Die Stadt Schotten liegt auf dem zweiten Platz der Übernachtungszahlen. Das heißt, hier, wo noch so gut wie keine Windkraftanlagen stehen, macht sich das deutlich bemerkbar. Und dort, wo sie stehen, macht sich es genauso deutlich bemerkbar. Tatsächlich liegen wir sogar auf Platz 1 der Übernachtungszahlen, weil die Stadt Grevenhain, die auf Platz 1 liegt, ihre Übernachtungszahlen von dem dortigen Krankenhaus mit dazuzählt, was die Stadt Schotten nicht macht. Also diesen Betrug macht die Stadt Schotten nicht und deshalb liegen wir aber nur auf Platz 2. Ja, meine Damen und Herren, der Wind dreht sich zu unseren Gunsten, das muss man ganz deutlich sagen. Viele, wer die Zeitung verfolgt und auch die Initiative, unsere Bürgerinitiative, der hat festgestellt, dass von ursprünglich 6 Vorrangflächen für Windkraftanlagen nur noch 2 übrig geblieben sind, nämlich die Feldkrücker Höhe und nun leider auch die Aldeburg. Aber ich bin da äußerst zuversichtlich, die 2 knacken wir auch noch. Denn Herr Winfried sagte es bröckelt in der Stadtverordnetensammlung. Also die Schuld darf man nicht allein nur bei den Bürgermeistern sehen, denn was die Stadtverordnetensammlung beschließt, muss die Bürgermeisterin und die Verwaltung ausführen. Das heißt, sie haben die Schuldigen in der Stadtverordnetensammlung zu suchen und sie haben es auch in der Hand, bei zukünftigen Wahlen genau darauf zu achten, wer seinerzeit dafür und dagegen war. Und ich bin absolut sicher, wenn in 3 Jahren wieder Kommunalwahlen sind, da werden einige der Befürworter von Windkraftanlagen plötzlich Gründer der Bürgerinitiative dabei sein. Das wird mit Sicherheit so noch ausgehen. Aber wir müssen uns einfach mal überlegen, was sind das für Leute? Wenn man sie hört, habe ich den Eindruck, sie sind tatsächlich ideologisch verblendet und wollen in Deutschland wieder alles 200%ig machen und das am liebsten dann auch noch in die ganze Welt hinaustragen. Wir retten das Weltklima in Vogelsberg mit ein paar hundert Windkraftanlagen. Das sind Menschen, wenn ich persönlich mit ihnen spreche, die für mich kein Gefühl für Schönheit der Landschaft, der Natur, Flora, Fauna für ihre Heimat haben, die einfach gewillt sind, dort, wo wir aufgewachsen sind, völlig zu verschanden. Und da kämpfen wir jetzt schon seit Jahren und wie gesagt erfolgreich und wir werden es auch schaffen, ich bin sicher, weil es sind auch andere Wahlen dieses Jahr und dann sind es nur noch 2 Jahre bis zur Kommunalwahl, weil wir hier dann auch die Aldeburg retten können und auch die Feldbrücke erhöhen. Denn es sind ja leider auch die Nachbarn, wir haben hier Gäste aus Ulrich Stein betroffen, die sind ja wirklich im Gegensatz zu uns wesentlich schlechter dran. Und ich war gestern bei der Bürgermeisterin und habe auch bei ihr den Eindruck gewonnen, dass ein Sinneswandel stattfindet, denn sie sagte, ich will es jetzt nicht zu sehr, ich sage es mal sinngemäß, sagte sie zu mir, okay, wenn Ulrich Stein weiter die Landschaft verschandeln will, dann müssen wir in Schotten einen Gegenpol schaffen. Ich habe das so ausgelegt, dass sie erkannt hat, wir gehen jetzt rein nur auf den Fremdenverkehr und versuchen, Windkraftanlagen aus unserem hiesigen Gebiet fernzuhalten. Jetzt liegt es also nicht mehr bei der Bürgermeisterin, sondern in der Tat bei den Stadtverordneten. Und da sollten Sie darauf achten, wer ist dafür und wer dagegen. Und in unserem Sinne dann kämpfen und auf die Stadtverordneten einwirken, dass hier der endgültige Sinneswandel stattfindet und auch die Aldeburg wegfällt. Vielen Dank.